Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Q&A Questions and Answers Session rund um den Immobilienmarkt in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Viele unserer Kunden fragen sich im Moment, ob Besichtigungen stattfinden und wenn sie sich für eine Wohnung entschieden haben, ob denn überhaupt im Moment die Notare arbeiten und die Wohnung beurkundet werden kann. Beides funktioniert. Die Besichtigungen finden im Moment komplett kontaktlos statt. Das bedeutet, wir nutzen alle modernen Medien, um die Dinge zu visualisieren. Also wir beraten über WhatsApp, über FaceTime, über Skype, über Zoom, je nachdem, wie die Kunden sich das eben auch wünschen und was für sie angenehm ist. Über Skype zum Beispiel lässt sich auch sehr schön der Bildschirm präsentieren, so dass man sich gemeinsam alle Grundrisse und Pläne anschauen kann. Theoretisch ist auch denkbar, dass der Verkäufer auf die Baustelle fährt und mit dem Handy die Umgebung zeigt. Also funktioniert alles ganz gut. Und auch die Notare arbeiten, jeder so ein bisschen unterschiedlich, auf seine eigene Art und Weise. In Nürnberg beispielsweise sitzt der Notar hinter einer Glasscheibe, während er beurkundet. In Hamburg ist es so, dass die Beurkundung ganz normal stattfindet, alle in einem Raum mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand, Desinfektionsmittel, jeder kriegt seinen eigenen Kugelschreiber. Aber der Kunde muss eine Covid-19-Selbstauskunft unterschreiben und quasi versichern, dass er keinerlei Symptome hat und offensichtlich gesund ist. Ja, und in Berlin ist es so, dass die Interessenten oder die Kunden und die Verkäufer nicht gemeinsam beurkunden. Zuerst beurkundet der Kunde, der verlässt dann den Raum und dann kommt unser Verkäufer und beurkundet danach. Und wenn jemand gar keinen persönlichen Kontakt haben möchte, gibt es sogar die Möglichkeit, über einen vollmachtlosen Vertreter zu beurkunden. Das bedeutet, dass einer der Notarangestellten quasi im Namen des Kunden beurkundet und danach die Nachbeurkundung erfolgt. Insofern alles ist möglich, alles funktioniert und sowohl die Besichtigung findet komplett kontaktlos statt, als auch die Beurkundungen funktionieren, die Notare arbeiten und dem Immobilienkauf steht auch im Moment nichts im Weg. Vielen Dank, einen wunderschönen Tag und bleiben Sie auch heute wieder gesund. Tschüss!